Hey, Johannes hier von newgadgets.de und heute testen wir den neuen Mercedes-Benz CLA 45 AMG Shooting Brake. Das ist die Kombi-Variante des CLA, den es vorher nur als Coupé gab. Wenn ihr unseren Test zum CLA 45 AMG Coupé sehen wollt, dieser wird jetzt hier oben links eingeblendet. Da klickt ihr drauf, dann öffnet sich ein neues Fenster und ihr gelangt zu unserem Test. Jetzt fahren wir aber erstmal eine Runde mit dem CLA 45 AMG Shooting Brake und dann gibt es auch noch ein paar Details von außen und von innen. Ich bin kein Kombi-Fan, aber der Shooting Brake gefällt mir dennoch, da er etwas sportlicher wirkt und nicht so sehr wie ein Familienfahrzeug. Hier seht ihr übrigens auch die Orange Art Edition, natürlich erkennbar an den orangenen Akzenten. Und die schauen wir uns jetzt nochmal im Detail an. Die Innenseite des Kühlers ist orange lackiert. Ein sehr schönes Detail ist auch der orangene Ring um die Scheinwerfer. Und damit man auch an der Seite erkennen kann, dass wir einen Orange Art Edition fahren, haben auch die Felgen einen orangenen Ring. Und der Spiegel hat ebenfalls ein orangenes Detail. Um die Sportlichkeit noch ein wenig zu unterstreichen, hat die Orange Art Edition noch eine Racing-Folierung an der Seite. Und zum krönenden Abschluss ist der Heckdiffusor ebenfalls mit einer orangenen Linie versehen, um den Blick auf die doppelflutige Auspuffanlage zu richten. Auch im Innenraum zieht sich die orangene Linie weiter. Wir haben hier orangene Ziernähte und auch das Armaturenbrett im Racing-Look mit AMG-Logo. Die AMG-Sportsitze in Leder und Alcantara sind mit zwei orangenen und zwei weißen Linien versehen, können auch an der Seite noch einmal in der Stärke der Backen, also für den Seitenhalt, justiert werden. Da waren die Entwickler wirklich detailverliebt, denn selbst der Gurt hat hier die orangenen Akzente an der Seite. Vor allem die Front ist sehr auffällig. Wir haben die großen AMG-typischen Lüftungsöffnungen und auch die markanten Power Domes auf der Motorhaube. Kommen wir mal ein bisschen zu den technischen Details des CLA 45 AMG. Der hat einen 2 Liter Vierzylinder und der hat 360 PS. Das ist also der stärkste Serienvierzylinder der Welt. Und ich muss sagen, der macht so richtig Spaß. Vor allem der Sound kann ich richtig hören lassen. Wenn ihr den Wagen voll ausfahrt und er in den nächsten höheren Gang schaltet, dann kommt da so ein richtig tolles Knallen, so ein richtiges Fauchen aus dem Auspuff. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr markant, sehr auffällig. Ja, es ist kein Wagen, mit dem man nicht auffällt, muss ich sagen. So, und jetzt hören wir mal kurz, wie der Auspuff sich anhört. Das Lenkrad gefällt mir richtig gut. Alcantara, wir haben die 12 Uhr Markierung unten abgeflacht mit AMG Logo und es fühlt sich wirklich sehr gut an und das ist ja auch sehr wichtig. Und da wir hier ein Kombi haben, interessiert euch sicherlich, was wir hier jetzt alles reinpacken können. Und ich habe jetzt erstmal testweise hier Koffer reingepackt. Zwei große Koffer, zweimal Handgepäck und sogar mein Stativ passt rein. Und ihr könnt als Fahrer noch wunderbar nach hinten durchschauen. Nachdem ich jetzt die beiden hinteren Sitze umgeklappt habe, passt jetzt ein weiterer Koffer rein. Wir haben jetzt also drei große Koffer, zweimal Handgepäck und wie man sehen kann, ist hier auch noch weiterer Stauraum, um noch mehr reinzupacken. Also hier ist definitiv genügend Stauraum vorhanden. Das alles hat jetzt in den CLA Shooting Brake gepasst. Eine Sache ist dann natürlich noch, da ich wie gesagt nicht unbedingt ein Kombifahrer bin, muss ich sagen, dass hinten natürlich auch noch wirklich viel Auto ist. Und wenn ich dann einparken möchte, ist das dann natürlich ein klein bisschen schwerer. Wir haben eine Rückfahrkamera. Ich muss aber sagen, dass es bei Mercedes-Benz ja auch noch den aktiven Parkassistenten gibt, der euch dann noch die Kurbelarbeit abnimmt etc. Das finde ich sogar noch ein klein bisschen praktischer.
und es ist auch nicht so teuer. Und zu guter Letzt hätte ich dann noch eine Frage an euch, wie immer. Was glaubt ihr, kostet der CLA 45 AMG Shooting Brake, so wie ihr ihn hier gesehen habt, in der Orange Art Edition und mit den ganzen Extras, die ihr im Video gesehen habt? Also schreibt es einfach unten in die Kommentare hinein. Würde mich sehr interessieren, was ihr da schätzt. Und ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr diesem Video hier einen Daumen hoch auf YouTube gebt, also es positiv bewertet und meinen Kanal abonniert, um keines meiner Videos zu verpassen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.